So, meine Freunde und damit herzlich willkommen zum Ankündigungsvideo von Silvers Adventskalender. Halten wir es kurz und knapp. Genau wie im letzten Jahr wird es dieses Jahr einen Adventskalender geben. Die Leute vom letzten Jahr, die jetzt noch dabei sind, also keine Ahnung wie viele, wissen, was gemeint ist. An 24 Tagen, also am 1. bis zum 24. Dezember, werden Sachen verlost. Darunter zählen Drachen, Goldmünzen und Einhörner. Oder auch dieses Jahr Nintendo 3DS-Spiele, Pokémon, nicht gezüchtet oder so, sondern einfach wirklich gegent, komplette Teams, was auch immer euer Herz begehrt, wird auf jeden Fall jeden Tag des Dezembers angezeigt. Ja, und wie könnt ihr gewinnen? Ja, ihr schaut das Video an, denn jeden Tag wird ein Video kommen und ja, in diesem Video erkläre ich eigentlich fast alles, beziehungsweise ich erkläre es jetzt und danach werdet ihr mich tausendmal fragen, aber davon mal abgesehen. Also, am 1. Dezember kommt ein Video, in dem ich euch den Preis verkünde. Ihr werdet euren Freundescode, euren In-Game-Name runterschreiben und ihr werdet die Frage beantworten, denn ich werde in jeden Tag eine Frage stellen. Irgendeine, egal was es ist, kennen vielleicht die Leute aus Dragon Quest von Question of the Day. Jeden Tag wird es eine Frage geben, die beantwortet ihr, schreibt euren Freundescode und In-Game-Name drunter. Fertig. Das ist einfach alles. Ihr müsst jetzt nicht schreiben, ich will gewinnen, weil und wann. Ihr müsst jetzt nicht zwingend ein Abonnent von mir sein, aber ich möchte eigentlich nur, dass Abonnenten gewinnen, also solltet ihr schon Abonnent sein, aber ich werde jetzt niemanden dazu zwingen, weil ich weiß gar nicht, ob davon ist überhaupt? Ich weiß es nicht. Egal. YOLO. Auf ihr. YOLO, sagt der Typ. Ja, das war eigentlich die groben Regeln. Am zweiten Tag wird dann der Gewinner vom ersten Tag ausgelost. Jeder, der diesen Kommentar geschrieben hat, kommt in den random.org-Ding, wird durchgemixt und eine Zahl wird gemacht und ich zähle dann Kommentare durch. Ich weiß nicht, wie viele dieses Jahr mitmachen. Letztes Jahr waren es, glaube ich, immer maximal 50 bis 70 oder keine Ahnung, müsste ich mir nochmal anschauen. Aber ich denke, dieses Jahr werden über 100 Leute jeden Tag mitmachen. Weiß ich nicht, ich kann euch jetzt nicht einschätzen. Ihr seid halt fünfmal so viele wie letztes Jahr. Derzeit ist die Community ja eh nicht so aktiv, genommen. Gut, ich auch nicht, aber ich möchte trotzdem den Adventskalender machen. Deswegen kann ich das nicht einschätzen und vielleicht werde ich auch einfach nur ein Video machen, wo ich den Gewinner euch sage. Und glaubt mir, ich habe da überhaupt gar keinen Vorteil davon, wenn ich da irgendwie bescheiße. Also keinen Stress. Und ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Beantwortet brav die Fragen, schaut euch die Videos an und wenn ihr euch noch irgendwie weiter informieren wollt, schaut euch den Adventskalender vom letzten Jahr an, also schaut euch einfach 2-3 Folgen davon an, dann checkt ihr das ganze Prinzip. Ja, und wenn es noch irgendwelche Fragen gibt, dann haut es einfach in die Kommentare und ich habe eigentlich gerade gar nichts mehr groß zu sagen, außer Wasabi. Irgendwann geht auch Pokémon weiter an die Zuschauer, die ich jetzt schon habe. Und ansonsten, ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit und einen schönen Sonntag. Ding Dong, bei mir ist gerade 12 Uhr, deswegen im Hintergrund Kirchenglocken. Haut rein und tschüss.